dann machen wir es halt beim nächsten. Teenager Egon. Er hat selber einen Radfratz. Ebenfalls Level 11. Oh, nee, wir sind sogar erst Level 10. Aber unsere Valley ist viel besser als so ein hinterhergelaufenes Radfratz. Weil unsere Valley macht Crits. Davon nicht gerade wenig. Und auch wenn unsere Valley ein kühnes Wesen hat, das macht gar nichts. So. Jetzt kommt irgendwas, was mich bedroht. Ich will Marvin mal ein bisschen ausprobieren, wie er jetzt so als B-Boy reinhauen kann, auch wenn er jetzt gleich einen Bedroher abkriegt, aber... So. Auf jeden Fall schon mal mehr Schaden als vorhin, vor allem wenn du gleich mal 5-mal triffst, Super Marvin. Und der Pickel von dem Rettern geht erstmal daneben. Mit zwei Treffern beeindruckst du hier niemanden. Der Giftstachel sollte gar nichts machen. Veit und Marvin sind die letzten, die noch Level 10 sind. Okay. Ich gebe dem guten Veit mal einen Trank, damit der wieder ein bisschen kämpfen kann. So, der Käfersammler Gangolf. So. Einfach mal hoffen, dass wir nicht daneben hauen. Dann begraben wir die ganzen kleinen Käferchen alle unter Felsen. Ein Kokuna. Das sind gratis XP. Schön. 136 Erfahrungspunkte. Da kommt noch ein Raupi. Oh, Felsgrab hat hier nur 10 Attackenpunkte. Sind später aber auch mal mehr geworden. Level 11 für unseren Fight und er lernt Karateschlag. Ja, da meint ihr meine Kampfattacke, die nicht vom Gewicht unseres Gegners abhängt. Dafür kommen wir den Silberblick weg. Und dann kriegen wir hier den Karateschlag. So, ein Safcon kommt in den Kampf. Das darf dann Marvin jetzt machen. So, da machen wir doch Furienschlag. Ja, gerade am Anfang hättest du jetzt eigentlich ein bisschen mehr machen sollen. Am Anfang kann man auf die Safcon-Viecher noch gut Schaden machen. Oh, ein Crit. Und 5 Treffer, ui. Marvin, tolle Leistung.
Marvin darf dann auch gleich mal wieder nach vorne. Das war jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung, Marvin hier nach vorne zu packen. Moment mal. Der Typ hat einen Habitak und das Viech kann Schnabel. Ich pack lieber mal Cuddy nach vorne. Level 14 ist das Vieh auch noch. Ja, da war es wirklich gut, dass ich hier nicht mit Marvin rangegangen bin. Das Viech macht ganz schön Aua. Ich wende mich einfach mal an den Whitey meines Vertrauens. Dem macht nämlich auch der Angriffsdrop nicht wirklich was aus. Whitey hat inzwischen eine schöne Aquaknarre. Schauen, vielleicht erreicht uns dabei hier auch noch Level 14. Ja, kriegt er sogar noch. So. Jetzt darf der Marvin wieder nach vorne. Frederike mit einem Radfratz. Das Viech kann ruckzuck hieb. Na gut. Ach, Marvin. Ein bisschen mehr geht schon. Vor allem, weil du in der physischen Verteidigung jetzt nicht unbedingt der Stärkste bist. Okay. Ich will es nicht riskieren, dass das Viech jetzt einen Volltreffer macht. Der Einzige, der wirklich defensiv was wegstecken kann, ist Whitey hier in dem ganzen Team. Der ganze Rest hier ist ziemlich fragil. Ist mir jetzt einfach zu riskant, hier noch weiter mit Marvin drin zu bleiben. Ja. Spezialverteidigung ist so viel besser als die Verteidigung. Ein weibliches Nidoran. Habe ich da überhaupt irgendwas, was da halbwegs effektiv ist dagegen? Probieren wir es mit Cuddy. Und danach gehe ich einfach mal in den Pokémon Center. Mir klar. Ach, kommt, hört's doch auf mit euren verdammten Volltreffern. Ich weiß schon, warum ich bei euch nie drin bleibe, wenn ich in einen Bereich komme, wo ein Crit mich killen könnte. Ich genau weiß, dass die mehr als genug Volltreffer machen. So, mit Angriff und Verteidigung gesenkt. Fight reißt nicht wirklich viel dagegen. Okay, ich bleibe einfach drin und hau drauf. Noch mehr Angriff gesenkt. Wenn jetzt ein Crit kommt, lache ich. Komm, Cuddy, du kannst doch ein paar Crits machen, oder? Angriff auf minus 3. Verteidigung auf minus 1. Ja, da kommt der Crit. Level 12 für Cuddy. Ich kann ja nochmal
Das hier ist ja nur ein Käfersammler. Ich gehe lieber ins Pokémon Center. Ich will lieber einen fitten Whitey haben, wenn ich irgendwo was reinswitchen will. Fight ist vorne, ne? Okay, das passt. Ups, ich wollte eigentlich nicht auf den Fußkick gehen. Nee, das war jetzt ein Fail. Ich wollte eigentlich einen Kratzer machen. Ich sollte mal die Attacken umsortieren. Ein Safcon kommt in den Kampf. Ja, das ist... Wenn es gut kommt, wird das sogar schon ein Level Up. Mich wundert, dass Fight mit dem Felsgrab eigentlich immer trifft. Ich meine, ich spam den Move jetzt schon ganz schön hart und der ist mir noch kein einziges Mal daneben gegangen. Der hat eine Trefferquote von 80%. Der Tackle von so einigen anderen Pokémon ist mir da schon wesentlich häufiger daneben gegangen. So. Die hat einen Pummeluff, da ist Fight doch genau der Richtige als Kampf-Pokémon. Bei der Gelegenheit fällt mir gerade so ein, wir dürfen hier noch ein neues Pokémon fangen. Ui, das hat jetzt ganz schön Schaden gemacht. Auf jeden Fall Level 12 für Fight. Unseren Marvin mal nach vorne. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Nidoran wäre cool. Taubsi haben wir schon. Nidoran oder ein Pummeluff. Ich wäre mit beiden zufrieden. Habitacken muss nicht unbedingt sein. Recht viel mehr kann man hier, glaube ich, eh nicht finden, oder? Sandan. Wenn es ein Nidoran ist, ist es höchstwahrscheinlich ein weibliches. Und ja, wir kriegen ein Habitak. Ja. Sehr schön, genau das wollte ich. Wenn er vergiftet, lässt er sich einfacher fangen. Ich muss mal wieder neue Pokébälle kaufen, sehe ich gerade. Vor allem, weil wir uns nachher im Mondberg auch noch ein Pokémon fangen dürfen. Es ist ein weibliches Habitak. Ich habe aber eh nicht vor, das Viech ins Team zu nehmen. Ich nehme dann lieber irgendwas, was ich im Mondberg dann finde. Und wenn es nur ein Zubat ist, mit einem Zubat kann man auch richtig was Schönes machen. Weibliches Habitak. Wie nennen wir das denn? Ach, das ist die Lotte.
So, welches Pokémon Center ist jetzt gerade näher? Ich habe 11 Giftschritte. 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Das geht nicht auf. Und bevor ich ein Pokémon verliere. Einmal die Lotte mal lieber. Wir könnten uns auch einen Karpador holen, aber ich bin kein großer Freund von Garados. Vor allem Gen 3 nicht. Also Leute, ich habe schon ein Normalflug-Pokémon, insgesamt schon zwei Normal-Pokémon, so auch, also... Wir haben eine Persimbeere und bevor ich in den Mondberg gehe, ich gehe doch nochmal ganz, ganz kurz nach Mamoria City zurück, weil ich nochmal ganz kurz ein paar Pokébälle einkaufen muss. Weil ich habe nur noch einen einzigen und das, was ich jetzt dort drin fange, würde ich dann schon gerne noch ins Team mitnehmen, egal was es ist. Und wird zwar höchstwahrscheinlich ein Kleinstein oder ein Zubat, aber damit kann man durchaus was anfangen. Mit etwas Glück wird es ein Pipi oder vielleicht sogar ein Paras. Ich glaube eher an Kleinstein oder Zubat. Ich wollte doch gar nicht ins Pokémon Center. Ich wollte hier rein. So, dann haben wir wieder ein paar Pokébälle. Turbo-Tretern ist das schon so viel besser. Oh gut. Wir sind beim Mondberg und bisher noch keinen einzigen Toten. Ich weiß gar nicht, wen ich hier jetzt nach vorne packen soll, weil für den Fall, dass ich einen Kleinstein treffe, ist Marvin eine ziemlich beschissene Wahl. Mit Whitey würde ich ihn nur One-Hit-KO'n. Cuddy und Valley können ihm nichts anhaben. Ja gut, Fight ist, glaube ich, die beste Wahl. Auch wenn der jetzt gegen Zubat nicht unbedingt das Beste ist, aber gegen Zubat kann ich zur Not Whitey reinwechseln. So, dann schauen wir mal, was wir hier kriegen. Komm schon, irgendwas. Zubat, Kleinstein, was ist es? Ein Zubat. Ist zwar dann schon wieder ein Flug-Pokémon, aber es ist... Na gut, Giftflug. Das Viech kann eh nur Blutsauger und... Superschall, wenn es den überhaupt schon kann. Ach, Erstauner kann es auch, okay. Weil ich das Viech jetzt definitiv nicht killen will, auch wenn ich damit noch sau wenig Schaden mache. Wow. Na gut, das ist eine physische Attacke auf Mankeys. Extrem schwacher physischen Def tut das auch mit, auch wenn da kein Step oder sonst irgendwas drauf ist, noch ordentlich weh. So, wir haben ein männliches Zubat. Yep. Ach, das Swati, den haben wir auch noch gar nicht, fällt mir gerade ein. Swati.
Surti ist jetzt ein Zubat. Was für ein Zubat bist du denn? Ein freches Zubat. Ja, die Stats sehen gar nicht mal so schlecht aus. Konzentrator als Fähigkeit, kann nicht zurückschrecken. Das ist doch auch schon mal was. Ja. Dann wäre unser Team vorläufig erstmal komplett. Ich muss jetzt zwar alle mal noch aufs gleiche Level bringen, aber ich mache jetzt, glaube ich, erstmal eine kleine Aufnahmepause. So. Bis jetzt noch gut durchgekommen, kein einziger Toter, wir stehen vor dem Mondberg. Mal schauen, ob wir den Mondberg auch ohne Tote überleben werden. Jo. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Macht's gut, bis dahin.